Sie ist voll mit Vitaminen, Salat, Tomaten, Kartoffeln und Paprika. Frisch vom Feld direkt in die Biokiste. 8000 Stück werden täglich ausgeliefert. Gewählt wird aus 100 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten. Um die 20 verschiedene Kisten, die wir wöchentlich planen, schauen auch immer ein bisschen unterschiedlich aus. Und geht von der Mutter-Kind-Kiste über eine bunte, regionale Kiste. Und sie ist der Hauptgewinn beim LT1 Vitaminkick. Hunderte haben eingereicht. Gewonnen hat unter anderem der Kindergarten in Peuerbach. Bei uns ist es halt wichtig, dass man gesund bleibt. Weil in dem Beruf, da geht man auch, wenn man krank ist. Das passiert hier nicht. Wir haben gewonnen, eine ganze Kiste mit Obst und Gemüse. Die Vitamine bleiben nicht lange in der Kiste. Schmeckt süß? Ja. Ja, durch das, dass wir auch eine Vorbildwirkung haben, sollte man natürlich auch sich vitaminreich ernähren, weil ja, von klein auf lernt man es nicht erst als Erwachsener. Und es ist gut für die Gesundheit natürlich. Dankeschön. Ja, also der Kindergarten kriegt jetzt 10-mal eine Biokiste von uns, eine Vitaminkick-Kiste. Also das sagt eh schon ein bisschen der Name. Da sind drinnen ganz viel Obst und Gemüse zum Naschen, dass man möglichst gesund bleibt, hoffentlich im Frühling aussehen und gut in den Sommer starten kann. Von Peuerbach geht's nach Everding, zum Biohof Achleitner. Rund 40 verschiedene Obst- und Gemüsesorten werden angebaut, so auch grüner Spargel. Der Grünspargel hat den Vorteil, dass man nicht schälen muss. Also ist weniger Arbeit, schmeckt auch intensiver, hat mehr Vitamine wie der Bleichspargel und ist einfacher zum Ernten, weil er einfach nur abgeschnitten werden muss. Einfach zu ernten und einfach zu verarbeiten. Die Chefin des Hauses hat Kochtipps. Spargel kann man natürlich ganz normal dünsten mit klassisch Sauce Hollandaise oder Butter drüber, aber genauso gut sind Nussbrösel. Man kann auch einarbeiten in einer Quiche, man kann auch zur Spaghetti dazu dann kurz mitdünsten. Und was viele vielleicht nicht wissen, gerade der Grünspargel, den kann man glas roh essen. Vom Feld in den Biobetrieb und ab in den Verkauf. Sie müssen heute nichts kaufen. Es sind die Gewinner beim LT1 Vitaminkick. Die Biokiste geht aufs Haus. Herzliche Gratulation. Dankeschön. Eine Biokiste mit Obst und Gemüse. Nein, ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet. Also ich habe mir gedacht, da werden voll viele mitspielen und ich habe sowieso keine Chance. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass ich gewonnen habe. Also ich habe eine volle Freude. Ja, nachdem ich jetzt einen kleinen Sohn habe, schauen wir nur viel bewusster auf Obst und Gemüse. Es wird jeden Tag frisch gekocht. Und seitdem ich auf der Welt ist, schauen wir auf Bio. Das haben wir sehr umgestiegen. Dankeschön. Wir waren 7 Mädels, wir sind ziemlich zur gleichen Zeit schwanger geworden und haben mittlerweile 13 Kinder und da sind ein paar Vitamine sicher super. Biokisten verteilt, Vitamine verkostet und glückliche Gewinner, die jetzt mit jeder Menge Obst und Gemüse versorgt sind.